und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Appenzell Ausserrhoden. So, jetzt geht's auf. Dixi Appenzellerland ist ein Fahrdienst für behinderte und betagte Menschen, wo das Benutzen vom öffentlichen Verkehr nicht möglich ist oder nur erschwert möglich wäre. Dixi Appenzellerland ist ein gemeinnütziger Verein. Mein Name ist George Gossweiler. Ich bin einer von 24 Dixi-Fahrern, die täglich mit 4 Autos unterwegs sind. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und ohne da wäre der Fahrdienst von Dixi gar nicht möglich. Wer das Dixi möchte in Anspruch nehmen, muss Vereinsmitglied sein und zahlt im Jahr 30 Franken. Nachher kostet der Transport im Ortsbereich einen Verbleiber. Für mich ist Dixi-Fahren eine sinnvolle Betätigung nach der Pensionierung geworden. Und ich bin hochmotiviert, weil die betagten und behinderten Leute sind jeweils sehr, sehr dankbar. Der Bedarf an Dixi-Fahrten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Deshalb haben wir ein grosses Auto angeschafft, wo wir jetzt gleichzeitig 2 Rollstühle und 5 Personen transportieren können. Die Anschaffung war nur möglich dank einem grossen Beitrag von Swisslos. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.